So, der lang erwartete neue Teil der Kultreihe ist wieder da. Octodad. Spielen wir jetzt weiter und wir sind zu dritt, immer noch, und müssen jetzt ein paar Preise gewinnen. Fünf Preise. Fünf. Nicht viel? Fünf. Auch nicht sechs. So. Machen wir mal weiter. Ja, natürlich kriegen wir es hin. Wart ihr auch früher in so Spielhöhlen früher? Öfter? Ja, also ich war im Urlaub ein paar Mal am Kettlerhof. Ja, vor Kettlerhof war ich früher häufig, aber auch. Aber auch in so Spielhallen, wo es auch darum ging, so Zeug zu machen, ja, in Arme dann und dann. Was? Irgendwo Land. Oh, wir haben einen Preis gewonnen. Da gab es nämlich immer. Amüsanz-Hall. Da gab es nämlich immer. Ja, genau. Und da konnte man immer coole Sachen machen. Also jetzt, hallo, wir wollen. Lass uns doch nochmal hier ein paar Preise. Auf jeden Fall hatte ich ja meinen Spaß an den ganzen Aromaten. Aber. So. Ja. Jetzt sind wir hier auch mal wieder bei ernsteren Themen. Keynesianismus. Was? Keynesianismus, was sagt ihr denn so dazu? Pro oder Kontra? Kentalismus? Keynesianismus? Keynes? John Maynard Keynes. Okay. Nee, bin ich dagegen. Ist das der von Breslin? Nein, das ist doch Ken, aber kennst du nicht? kennst du nicht das Gedicht, die Ballade von dem untergehenden Schiff? Ja, wer reitet das schnell so? Das ist übrigens auch ein guter Punkt. Wer reitet da geschwind durch Nacht? Und Wind, es ist der. In den Armen sein kleines Kind. Er hält in den Armen das 16. Kind. Das 16.? Das 16. Oh, der war aber fleißig. Der war fleißig. Mein Gott, wie die Karnickel damals, ne? Das war auch normal damals. Aber ich meine, damit ist natürlich dann auch klar, für wen ist das auch nicht so schlimm. Ja, das wäre der 16. Kind. Jetzt für einen, wer jetzt eben nur eins hätte, wäre es natürlich, der wäre sofort. Ja, stimmt. Auch gerade damals. Bei 16, da macht es das 16. auch nicht mehr. Irgendwie so, ne? Aber das ist dann auch egal. Bei den 10. hätte ich mir schon ein bisschen eingeguckt. Aber ansonsten. Also das hätte ich schon schlimm gefunden. Also. 10 ist bei mir so eine Grenze. Ja klar, das ist die Peinlichkeitsgrenze. Obwohl eigentlich ist es auch ganz geil, 11 zu haben. Dann kannst du so eine kleine Mannschaft gründen. Die Hausmannschaft. Ja, oder eine Big Band. Taking that cake decorating class? Ja, eine Big Band. Ganz schön. Das war's. Was war das? Ja, geil. Ja, und so läuft das dann einfach, ne? Ja, wir haben einfach so viel Kraft. Wir gehen einfach zu viel ins Fitnessstudio. Ja. Was ja im Moment auch der totale Trend ist. Alter. Ja, was haltet ihr eigentlich von diesem ganzen, Fitnessstudio-Gehabe, der vom ganzen Pump It Up. Kontra. Also dafür. Also dagegen. Also dagegen. Ja, also prinzipiell hab ich da nicht unbedingt was gegen. Ich finde es nur immer affig, wie das aufgezogen ist, so das Ganze drumherum. Was meinst du mit dem ganzen Drumherum? Ich meine, wenn man einfach ins Fitnessstudio gehen würde und einfach, ja, okay, ich mache jetzt halt ein bisschen Fitness. Okay, gut. Aber das ist dann halt mit Facebook, mit den Profilbildern und mit Tanktops und was nicht alles dazugehört. Ihr wisst ja, was ich meine. Man hat auch das klassische Bild. So. Findet ihr, klassische Bilder sind ein Problem? Ja, auf jeden Fall. Klassische Bilder gibt's zu oft. Auch dieses Facebook ist auch so. Ja, das stimmt. Dadurch ist es erst so richtig bekannt geworden. Ja, ich glaube. Habt ihr das letztens in einer Stadt, wo wir wohnen, gesehen? Da gibt es jetzt einen Laden, einen Pumperladen. Tatsächlich. Ich war richtig überrascht. Da gibt es wirklich einen Laden. Der heißt Pumperladen. So. Nein, der heißt nicht Pumperladen. Bei uns in der Nähe gibt es ja auch Pumpernickel. Ne? Ja, aber das ist mit diesen ganzen
Nein, es Mikrostoffen und ja, genau. Eiweißen ja, ey, da, und keine da, das, Ahnung. Der ist einfach so neongrün und dann guckst du da rein und auf der kompletten rechten Wand sind diese Pötte mit diesen Eiweißzeugs. Und dann sind da noch solche Handschuhe, die gibt es ja auch, solche extra so zum Pumpen, solche Handschuhe. Damit das, weil sonst wird das so rot manchmal. Also ja, da kriegst du so eine Hornhaut hier. Hornhaut und so, ja, klar. Und so einen ganzen Zeugs gibt es da, ne? Weißt du, was wir machen? Bin mal gespannt, wie lange sich der hält. Wir machen investigativ, gehen da hin ja. Und sagen dann, ja, wir suchen hier nach einer Funkenzange. Ja, das finde ich cool. Das könnten wir mal. Es ist aber gut, dass wir so gut hier in Fische werfen. Übrigens, warum heißt es eigentlich Dosen werfen? Weil, man wirft keine Dose. Man wirft aber Dosen um. Fände ich mal ja, geil, wenn so Bälle gestapelt werden und man müsste mit einer Dose werfen. Ja, aber apropos Fisch, die haben ja auch viel Eiweiß, ne? Und ja, genau. Ein Kollege von mir ist ja Pumper. Also kenn ich gar nicht. Krass kenn ich gar nicht. Und ich meine, der wäre voll der King. Ja, jetzt kommt hier wieder die. Das alle. Warum eigentlich Magerquark? Kann man das mal erklären? Das finde ich ja auch so affig, ne? Ganz ehrlich. Warum? Weil das ist einfach wenig Fett drin und viel Eiweiß und keine Ahnung. Und aber wo ist denn das Problem an Fett? Weiß so, die ist halt nicht. Wegtrainiert. Ja, Fett ist doch geil. Meine Plaute an. Ich glaube, das war zu laut jetzt. Komm mal ein durchtrainiertes Sixpack an. Wofür ist denn jetzt der grüne Hammer hier? Den haben wir von einem anderen Stand mitgebracht. Ach so. Ich dachte, und ich verstehe nicht, warum wir jetzt in 3 Minuten jetzt geschafft haben, eine Pyramide umzuspeisen. Ja, weil wenn man gleichzeitig den Fisch angreift. Oh, du bist. Der war perfekt geworfen. Weil ich werfe andersrum. Och. Was ja auch noch so der nächste Punkt ist, ne? Das ist ja. So geht's natürlich auch. Ja, so musste man das, glaube ich, auch machen. Wir kriegen nicht mal einen Preis jetzt. Vielleicht müssen wir einfach einen Fisch als Preis mitnehmen. Vielleicht einen Fischer-Preis. Das war Witz, ne? Das war Witz. Hey, someone needs to tell someone that this guy's being a jerk. Also, das gefällt mir echt gut, Jo. Ja, kann man das lassen. Doch. Ja, warte, wir müssen ja nur noch einen Preis geben. Was haben wir noch nicht gemacht? Den Mann hier vergewaltigt haben wir doch hier schon mal. Ja, lass uns mal gegen den zocken. Okay. So you think you can beat old Air Hockey Matt at his own game, huh? Bring it. Oh, hier. Zack, 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 zack. Ja, jetzt steht er in der Mitte. Das ist immer dieses Problem, ne, bei dem Spiel. Ja, bei diesem Air Hockey, ne? Hattet ihr das auch schon öfter, dass ihr die Scheibe einfach drüber gekloppt habt? Also richtig? Jedes Mal. Ja, ich finde, man sollte auch Mundschutz dabei ja, tragen. Anfang des Sommers auf Mala und da gab es auch so einen Automaten und der war komplett defekt. Und wenn da einmal in die falsche Ecke gespielt hast, flog der bis auf der Straßenseite. War nicht so cool. Ja, und das war auf der Straße? Der Automat ist bis dahin geflogen. Nein, dieser Puck. Bei diesem Spiel würde das gehen. Oh, the tank has sprung a leak. Oh, no, my hands are full. Why don't you try to fix that instead? Is that then my problem? Ouch. Ja. Here, use these. I don't want them in. Hurry up and plug the hole. The endangered fish are in danger. So. Und das nächste. Da ist noch eins. Oh, ich muss ja hinlaufen. Wir haben den Kanal. Alter, ich kotze. Vielleicht fangen wir auch ein bisschen getrunken.
Ja, erzähl doch mal was. Ja, das war so spannend. Ja, so macht man das, ne? Ja. Fische retten, ne? Kennt ihr auch einen Fisch, der hier rumläuft? Ne. Ist auch so gut, dass da nochmal so eine zusätzliche Glasvorrichtung ist, damit das nicht überläuft. Schon, ja. Ja, das nenne ich Profi. Ja. Ich bin da einfach mal für uns alle rausgelaufen, ne? Das. Was macht die denn da? Warum rennen die alle immer vor? Können die nicht mal einer war? Ja, echt mal. Wir haben es schon schwer hier so als Familie gefahren. Ich dachte jetzt, das wäre lustig, weil du gerade so was Schweres in der Hand hattest. Aber egal. Achso. Das wäre echt gut gewesen, wäre das geplant gewesen. Ja, aber. Ja, na schade. Ja. Aber an dem Gag können wir noch arbeiten. Vielleicht einfach in der übernächsten Folge. Ja. Was? Genau. Arbeiten. An der Kommunikation. Die Kommunikation. Ich glaube, gleich kommt der Moment der Wahrheit. Oh, die wird da reinspringen und wir müssen die retten. You fell into my trap. Ach du Scheiße. Octopus! Nowhere to run this time. Yeah. Now, tell me, Octopus. What are you plotting? How many others are there? Why is everybody fish? I don't know. Doesn't matter. Go back where you belong. Goodbye, octopus. I'll tell your family the bad news. Ja, das ist aber ein netter Zeitgenosse. Ich hab mir den ganz anders nackt vorgestellt. Okay. Ich hab mir den gar nicht nackt vorgestellt. Nicht? Nee. Keine sexuellen Fantasien über ihn gehabt, im Gegensatz zu ihm. Er ist doch das. Unseren tollkühlen Held mit der linken, mit dem linken Arm. Ja. Ey, jetzt hab ich's wieder. Why is the boat stopped? Where's the captain? You know him. Probably taking a shower. In the middle of a rainstorm? Kopf dabei. Alter, wo sind wir denn hier reingeraten? What is it? Joe keeps me up that extra 17 hours. Hey, where'd my coffee go? Hey? Ja, wir sind aufgefallen. Ah, wir müssen jetzt ernsthaft gut spielen. Where's the captain? You know him, probably taking a shower. In the middle of a rainstorm? Ah, warum kennt er so ein Vieh da drauf? Warum schwimmt er gerade am Land? Ja. Ja, aber der ist schon so sozial organisiert worden. Nennt man das so? Ja? Was that a sea monster? A little Joe keeps me up that extra 17 hours. Damals unseren Kaffee eingegossen haben. Voller Mühe. Ja, ob wir die Tasse bekommen. Alter! Alter! Das kann jetzt überraschen. Also so weit sind wir schon wieder. Ob wir die Tasse bekommen. Das sehen wir oder? In der nächsten Folge. Bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. Tschüss!